Auf dem Bahnhof in Fulda begrüße ich jetzt Klaus Weselski, den Gewerkschaftschef der Gewerkschaft der Lokomotivführer. Herr Weselski, Ulrich Weber sagt, am Freitag sei man schon fast einig gewesen. Er sagt auch, es gibt einen Zwischenbericht, den die Bahn unterschrieben hat, und Sie bezeichnen das als nicht wahr. Tja, da gibt es eben einen Unterschied, nicht nur in der Wahrnehmung, sondern auch in der Realität. Sie wissen, es zählen Fakten. Und Fakten, die haben wir nicht. Wir haben keine Zwischenergebnisse erzielt. Ich höre mir das Mantra des Bahnvorstandes nun schon seit mehreren Stunden an. Ich darf an der Stelle klar und deutlich zum Ausdruck bringen. Unten am Bahnsteig sind insgesamt mehr als 60 Lokomotivführer und Zugbegleiter. Die haben verstanden, dass wir keine Ergebnisse erzielen und dass wir hier in einer Hinhaltetaktik zum Opfer fallen sollen. Wenn das der Bahnvorstand nie versteht, dann möchte ich an der Stelle mal provokant die Frage stellen, ob die 174% Boni-Erhöhung den Champagner so fließen lassen haben, dass sie die Wahrnehmung nicht mehr in der Realität haben. Denn wenn ein Bahnvorstand vom Verhandlungstisch aufsteht und gesagt bekommt, dass das nicht einigungsfähig ist, dann ist es gelinde gesagt eine Frechheit gegenüber der Öffentlichkeit, sich hinzustellen und zu sagen, wir sind eigentlich einig. Ich warte noch auf den Tag, wo der Herr Weber einen Tarifvertrag hochzeigt, wo seine Unterschrift drunter ist und meine und ich gar nicht dabei war. So kann man sich das Leben auch zurechtreden. Aber das entspricht eben nicht der Realität. Herr Weselski, nur zum Verständnis. Ich frage noch mal, es gibt kein Papier, das Ihnen die Bahn zugeschickt hat. Ist das richtig? Es mag ja sein, dass es keine Einigung gibt, das ist richtig. Aber Ulrich Weber sagt, dass es ein Stück Papier gibt, auf dem die Bahn Zwischenergebnisse aufgeschrieben und unterschrieben hat. Gibt es ein solches Papier in Ihrem Posteingang? Herr Stelter, wissen Sie, wie viel Papier uns die Bahn zugeschickt hat? Wenn ich die auf den Rücken ziehen würde, würde ich als gebeugter Vorsitzender durchs Leben laufen. Nur was nützt es denn, wenn uns die Bahn Papiere zuschickt? Die Bahn hat die Pflicht und Schuldigkeit, Tarifergebnisse zu erzielen. Und Tarifergebnisse hat man dann erzielt, wenn beide Seiten einen Kompromiss gefunden haben, wenn sie ihn schriftlich niedergelegt haben und wenn beide Seiten dieses Papier unterschreiben. Und deswegen ist das, was der Bahnvorstand macht, nichts anderes als Sand in die Augen streuen. Immer wieder so tun, als hätte er die tollsten Ideen. Allerdings ist das Interessante dabei, dass er in der letzten Verhandlung versucht hat, Lokomotivführer in die Zwei-Klassengesellschaft zu bringen. Das hat er vor Jahren mit seiner Hausgewerkschaft schon tarifiert und jetzt verlangt er von uns, damit einheitliche Tarifverträge entstehen, dass die Berufsgewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, dass die einen Billiglokführer tarifiert. Sowas von realitätsfremd hat die Welt noch nicht gesehen. Das wussten die Damen und Herren von Beginn an, dass das mit der GDL nicht zu machen ist. Und an der Stelle angekommen, erzeugt er ein Papier, auf dem unten als letzter Satz steht, wir machen Ihnen ein Angebot, in der nächsten Verhandlung ein Angebot zu machen. Erster Treppenwitz. Auf den Anlagen steht als letzter Satz drunter, dass der Bahnvorstand von all dem, was da vorgeschrieben steht, jederzeit wieder zurücktreten kann. Das finde ich klasse. Das sind also keine Ergebnisse erzielt worden. Und da ist die Anzahl, oder anders ausgedrückt, da sind die Zentner an Papier, das die Bahn im Laufe der letzten Monate erzeugt hat, eigentlich überhaupt nie relevant. Weil schreiben können sie gut, aber verhandeln können sie nie. Jedenfalls nie verhandeln, um ein Ergebnis zu erzielen. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Geschichte. Ja. Herr Weselski, 6 Streiks haben bisher nicht dazu geführt, dass Sie Ihre Forderungen auch tatsächlich durchsetzen konnten. Was macht Sie zuversichtlich, dass es beim 7. Streik klappt? Ja, Herr Stelter, wenn man sich noch mal zurückerinnert, wie es gelaufen ist, dann stellt man fest, dass wir im Juli 2014 gestartet sind und 6 Streiks durchführen mussten, bis zum Landesarbeitsgericht in Hessen gekommen sind, um bescheinigt zu bekommen, dass alles rechtens ist, dass es rechtmäßig, verhältnismäßig ist, was die GDL tut. Das heißt also, wir hätten die 6 Streiks gar nicht machen brauchen, wenn der Bahnvorstand von Beginn an auf dem Boden unseres Grundgesetzes anerkannt hätte, dass wir für alle unsere Mitglieder Tarifverträge abschließen. Erste Feststellung. Zweite Feststellung. Im vergangenen Jahr lief die Medienberichterstattung ein ganzes Stück weit anders. Man hat versucht, die Berufe zu diskreditieren, unsere Mitglieder in die Ecke zu stellen. Man hat versucht, mich als Person abzuschießen. Hat alles nichts genützt. Wir haben verhandelt. Von Januar bis 23. Februar haben wir einen Streik ausgerufen, ihn vorbereitet.
Da war der Bahnvorstand bereit, ein Zwischenergebnis zu unterschreiben, am 23. Februar. Von da an haben wir wieder 5 Verhandlungen durchgeführt und der Bahnvorstand will eben keine Zwischenergebnisse mehr unterschreiben, sondern stellt sich hin wie Pippi Langstrumpf und sagt, ich mache mir die Welt, wie ich sie will und wirft Papiere auf den Markt, unterschreibt sie einseitig und behauptet dann auch noch, und das ist eigentlich der Gipfel, dass die Tarifvertragspartei GDL das bloß unterschreiben braucht und dann ist die Welt in Ordnung. Wir sind nicht dafür bekannt, dass wir den Untergang der GDL selbst herbeiführen wollen. Wir sind nicht dafür bekannt, dass wir die Interessen unserer Mitglieder und die Ziele, die wir verfolgen, durch eine Unterschrift unter dem Papier verraten, dass nichts wert ist. Klaus Wieselski, spielt bei dem zeitlichen Prozedere im Moment das Tarifeinheitsgesetz eine Rolle, das im Sommer kommen wird? Nun, es wird für die Öffentlichkeit, für die Menschen, die Fahrgäste, die hier keine Züge vorfinden, immer offensichtlicher, dass die Taktiererei und das Zeitspiel des Bahnvorstandes seit Juli vorigen Jahres ein und dasselbe Ziel verfolgen. Die Bundesregierung hat die Arbeitgeber herzlich eingeladen, keine Tarifverträge mehr mit Berufsgewerkschaften abzuschließen. Und die Arbeitgeber nehmen diese Einladung dankend, denn die GDL macht die Tarifabschlüsse teurer als die Gewerkschaft, die am Ende des Prozesses hier mit der Arbeitgeberseite tarifiert. Wir haben an der Stelle eins zu verzeichnen. Ja, die Zeit verrinnt und der Bahnvorstand nimmt billigend in Kauf, dass Fahrgäste und Güterverkehrskunden hier beeinträchtigt werden. Der Vorstand eines bundeseigenen Unternehmens setzt Millionen, schon mehr als 200, in den Sand, um eine Zielstellung zu verfolgen, die nach unserem Dafürhalten nicht nur ungesetzlich ist, die auch dazu führt, dass sich die Auseinandersetzung verschärft und die nicht dazu führt, dass Lokführer und Zugbegleiter ihre Interessen in Tarifverträgen niedergelegt haben wollen. Klaus Wieselski, herzlichen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben für uns und uns Ihre Situation, Ihre Haltung und Ihre Einschätzung darzustellen. Danke nach Fulda.